Gebet zur heiligen Beichte. Geliebter Herr Jesus Christus, süßes Lamm Gottes, ich armer Sünder, bete dich an und verehre deine heilige, tiefe Wunde in deiner heiligen Schulter, die durch das Tragen des schweren Kreuzes entstanden ist und unter furchtbaren Schmerzen drei Schulterknochen entblößt hat. O mein Gott, ich bitte dich um der Verdienste dieser großen Schmerzen willen. Verzeihe mir alle meine Sünden, die Todsünden und Lässlichen. Ich bitte dich auch um deinen Beistand in der Todesstunde. Öffne du mir die Himmelstür. Amen. Gebet zur heiligen Beichte. Geliebter Herr Jesus Christus, süßes Lamm Gottes, ich, arme Sünde, bete dich an und verehre deine heilige tiefe Wunde in deiner heiligen Schulter, die durch das Tragen des schweren Kreuzes entstanden ist und unter furchtbaren Schmerzen drei Schulterknochen entblößt hat. O mein Gott, ich bitte dich um der Verdienste dieser großen Schmerzen willen. Verzeihe mir alle meine Sünden, die Todsünden und Lässlichen. Ich bitte dich auch um deinen Beistand in der Todesstunde. Öffne du mir die Himmelstür. Amen. Traum der allerseligsten Jungfrau Maria. Zu mir kam Jesus und sagte: Mutter, schläfst du? Ich war eingeschlafen, antwortete die Jungfrau Maria. Aber du, geliebter Sohn, hast mich aufgeweckt. Ich sah dich auf Golgotha beraubt, vom Pilatus zum Herodes, vom Herodes zum Pilatus geführt. Und dort war dein heiliges Gesicht bespuckt und mit Dornen wurdest du gekrönt. Dann haben dich die Richter verurteilt. Du wurdest an einen steinernen Pfahl gebunden, geschlagen, bis dein heiliges Fleisch eingefallen war. Und dann haben sie dich ans Kreuz geschlagen, woher Wasser und Blut geflossen ist. Vom Kreuz nahmen sie deinen Leichnam und legten ihn in meine Hände. Jesus hat darauf ganz leise geantwortet: Mutter der Barmherzigkeit, wer den Traum bei sich tragen wird oder ihn betet oder horcht, der bleibt ohne Todsünde. Der wird keinen plötzlichen Tod sterben, ohne mein Fleisch und Blut zu empfangen. Wer dich oder mich, liebe Mutter, um etwas bitten wird, der erhält es. Wer den Traum bei sich tragen wird, erhält 100 Tage gnadenreichen Ablass. Und wer den Traum weiter verbreitet, betet oder horcht, dem wird nichts Böses passieren, nicht auf der Reise und nicht im Kriege. Dem Haus, in dem der Traum sich befindet, wird kein Feuer schaden. Traum der vom heiligen Vater Benedikt III. An König Augustin geschickt wurde. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Gebet zur heiligen Beichte. Geliebter Herr Jesus Christus, süßes Lamm Gottes, ich, arme Sünder, bete dich an und verehre deine heilige, tiefe Wunde in deiner heiligen Schulter,
die durch das Tragen des schweren Kreuzes entstanden ist und unter furchtbaren Schmerzen 3 Schulterknochen entblößt hat. O mein Gott, ich bitte dich um die Verdienste dieser großen Schmerzen willen. Verzeihe mir alle meine Sünden, die Todsünden und Lästlichen. Ich bitte dich auch um deinen Beistand in der Todesstunde. Öffne du mir die Himmelstür. Amen.